Show. Ja, und was können wir vermelden am Ende dieser Woche? Gute Nachrichten, Freunde. Dank der GroKo, der Großen Koalition, leben wir Deutschen seit dieser Woche ganz offiziell im Paradies. Ja. Diese wunderbaren Menschen haben in nur 7 Tagen alle Gerechtigkeitslücken geschlossen. Mindestlohn, Rente, bezahlbarer Strom, ein Wahnsinn, wirklich. Die Regierung der Großen Koalition will die Quellen des guten Lebens allen zugänglich machen. Ja, jetzt bedankt euch mal, ihr faulen Menschen. Wirklich, sitzen hier lethargisch rum und atmen die gute Studioluft weg. Die Quellen des guten Lebens, ja. Diese Regierung ist wirklich anhaltend so gut zu uns, ich kann das kaum beschreiben. Für die Menschen in unserem Land ist der Mindestlohn mit 3 Worten zu beschreiben. Mindestlohn gleich 8,50 Euro. Genau, Mindestlohn gleich 8,50 Euro. 3 Worte. Oder wie viel waren das jetzt? 3. So, sage ich doch. Also, 8,50 Euro für alle. Ja, der flächendeckende Mindestlohn. Genau wie es dieses uralte Buch prophezeit hat. Hier, der Koalitionsvertrag. Moment. Er versprach uns eins, den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn für alle. Gut, jetzt hat sich herausgestellt, nicht für Jugendliche unter 18. Klar, klar. Und nicht für Praktikanten. Ach ja, und nicht für Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten. Was natürlich dazu führen wird, dass sich die Firmen alle 6 Monate 9 Langzeitsklaven holen. Andrea Nahles. Andrea Nahles braucht eigentlich ein Denkmal. Nö, eigentlich nicht. Aber hey, komm. Dafür, vergessen wir den Mindestlohn, dafür hat sich die GroKo mit den Ländern gerade in Sachen Energiewende geeinigt. Beim großen Stromgipfel im Kanzleramt. Sie wissen ja, Strom wird leider immer teurer und ich war so gespannt, wer zahlt denn in Zukunft noch mehr? Der Bürger oder doch die Industrie? Ist das aufregend? Warte mal. Sekunde. Was? Es ist der Bürger! Ach, guck mal, der Bürger zahlt. Wow! Der Bürger zahlt noch mehr. Ja. Das ist ja mal was anderes, ne? Noch mehr Unternehmen werden dank Gabriels Reform von der EEG-Umlage befreit. Obwohl der Preis für Industriestrom seit 3 Jahren kontinuierlich sinkt, das ist Fakt. Dafür zahlen wir immer mehr. Aber Hauptsache, jedes Bundesland macht weiter schön seine eigene Energiewende. Eine Thüringer Forderung ist ganz besonders die grundlastfähige Biomasse im ländlichen Bereich, wo vor allen Dingen auch viele Bürger sich beteiligen. Ich hoffe, ich habe es falsch verstanden. Die Bürger beteiligen sich an der Biomasse? Packen die da mit rein, oder was? Thüringen halt. Die Ossis. Ja, Gott, ich wohne da ja nicht. Und die Norddeutschen, die freuen sich diese Woche wie Bolle wegen der neuen Beschlüsse in Sachen Windenergie, weil, was war da jetzt neu? Das einzig Neue, was man noch erfahren konnte, war, dass sich Bund und Länder auf einen Kompromiss geeinigt haben. Hierbei geht es um die Windkraftanlagen, dass man die alten Windkraftanlagen mit neuen ersetzen kann. Dann werden aber nicht die neuen sind dann effizienter und dann werden sozusagen wird nicht die gesamte Menge der neuen Windkraftanlagen bemessen, um dann auch den Deckel drauf zu bekommen. Das war jetzt alles ein bisschen sehr kompliziert. Ich versuch's noch mal ein bisschen einfacher. Nee, lass mal, ich habe keinen Bock mehr. Dankeschön. Bei mir ist nur eins hängen geblieben, Freundchen. Die Industrie wird weiter entlastet. Ja, die Industrie wird weiter entlastet und ich zahle noch mehr. Vielen Dank, Sigmar Gabriel. Nebenbei Vorsitzender der SPD. Wissen viele jüngere Zuschauer ja gar nicht mehr, was die SPD mal war. Die müssen das nachschlagen. Das Heute-Show-Lexikon der Politik. Folge 1. SPD. Die SPD. Das war mal eine Partei... Für die kleinen Leute. Genau. Für die kleinen Leute. Heute dagegen ist die SPD der Industrie gegenüber verpflichtet. Jo, und nicht nur das. Sie setzt sich auch ein für den industriellen Bereich. Absolut. Und sie handelt natürlich ganz im Sinne der Industrie. Eben. Und das? Das ist eine super Sache. Finde ich auch. Das war das Heute-Show-Lexikon der Politik. Eine super Sache, meine Damen und Herren. Super. Ja, die Woche der Gerechtigkeit. Okay, vergessen wir die Energiewende auch. Aber in Sachen Rente. In Sachen Rente, da sorgt die GroKo jetzt sehr wohl für mehr Gerechtigkeit, Freunde. Aber hallo. Die Andrea Nahles. Frau Nahles hat uns allen was versprochen. Das wollte ich erst gar nicht glauben. Ich verspreche Ihnen, die deutsche Bevölkerung wird älter werden. Hör doch auf. Aber ich doch nicht, oder? Ja, Andrea Nahles hat tatsächlich rausgefunden, dass wir alle älter werden. Ist nicht gut, aber ist auch gar nicht schlimm.
Denn jetzt kommt ja die tolle Mütterrente, die sich die CDU gewünscht hat, und die Rente mit 63. Ich sag das immer, so schlecht ist unser deutsches Rentensystem nämlich gar nicht. Und wir können stolz sein, dass wir noch so ein System haben. Ich meine, die Rente wird nicht mehr ausreichen für die meisten, aber sie ist immer noch sicher. Aber sie reicht nicht mehr aus zum Leben. Supi, hey, ja. Das ist sehr ermutigend, ja. Mit dem Slogan sollte die CDU unbedingt in den nächsten Wahlkampf ziehen. Die Rente wird nicht zum Leben reichen, aber sie ist sicher. Keine Frage, das Thema hat jetzt gerade einen regelrechten Generationenstreit in Deutschland ausgelöst. Und ich sage, tragen wir ihn offen aus. Rentenpaket Pro und Contra mit Petra Radetzky und Gernot Hassknecht. Das volle Rentenpaket Pro und Contra, meine Damen und Herren. So, hallo, grüßt euch. Und ja, überraschenderweise ist die Petra heute unser Team pro Rentenpaket. Absolut. Ganz ehrlich, ich mag alte Leute. Die Ruhe, ja, die Lebenserfahrung. Also ich bin wahnsinnig gern unter alten Menschen. Ja. Da bist du ja goldrichtig hier beim ZDF. Ja, Gernot, und du bist, trotz deines Geburtsjahrgangs hätte ich beinahe gesagt, unser Team Kontra-Rentenpaket. Nicht nur das. Ich bin Team Schiebt euch euer Rentenpaket sonst wohin, ihr verlogenen Kackratzen. Ja, super Teamname. Setz dich mal wieder hin. Das verstehe ich nicht, Gernot. Was hast du denn gegen alte Menschen und gegen mehr Gerechtigkeit? Was hast du denn gegen mehr Gerechtigkeit? Bist du in der SPD oder einfach nur bescheuert? Auf das Rentenpaket Gerechtigkeit schreiben, das ist, als ob ich mir George Clooney auf die Stirn male. Falsch! Gernot. Gernot, zum einen, deine Schönheit kommt von innen. Ja. Ja? Und zweitens, sorry, aber das Rentenpaket hilft eindeutig alten Menschen. Ja, aber den Falschen, du blöde Facharbeiter, die immer super verdient haben, gehen früher in Rente. Dafür wird wirklich armen Frauen die olle Mütterrente von der Stütze abgezogen. Und das Allerschlimmste, meine Ex-Frau Renate hat dann 30 Euro mehr, von denen sie es Kanuta und Snickers kaufen kann. Die fette Kuh, vielen herzlichen Dank. Ja gut, da kann ja keiner was dafür. Also, da muss ich dem Gernot recht geben. Das finde ich auch nicht gerecht. Tatsächlich wird das ganze Rentenpaket ausschließlich von den Beitragszahlern finanziert. So als ob Beamte und Selbstständige nicht altern würden. Der kriegt dann am Ende eine Zahnärztin, die nie einen Cent eingezahlt hat, die Mütterrente finanziert aus den Beiträgen ihrer Sprechstundenhilfe. Also ich habe eine ganz, ganz tolle Zahnärztin. Ja. Ja, also der gönne ich das total. Mhm. Die lässt mich sogar manchmal auf ihrem Pferd reiten. Darf ich die bitte schlagen? Nein. Die wehren sich einfach nicht mehr. Deine Rente sinkt demnächst wegen dem Quatsch. Mehr nachdenken, weniger kiffen. Diese Generation sagt zu allem Ja und Amen. Da muss ich dem Gernot hundertprozentig recht geben. Kannst ein Ei draufhauen auf die Altersgruppe, die erreichst du nicht mehr. Deswegen gehe ich als Team Contra jetzt zu den ganz Jungen und sage ihnen schon mal, was auf sie zukommt. Wenn ihr mal alt seid, dann gibt es leider keine Rente mehr. Die ist dann aller. Und deshalb braucht ihr später alle mal so einen Greifarm. Damit könnt ihr Pfandflaschen aus dem Müll holen. Und schuld daran ist diese Frau. Wenn ihr alt seid, da gibt es so viele alte Leute. Wenn dann einer einen Rentner überfährt, dann bekommt der 50 Euro Belohnung. Ja! Entschuldigung, aber das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Aber du warst toll, Gernot. Es ist hoffnungslos. Euch Idioten ist nicht mehr zu helfen. Ich gehe jetzt zum Amt und lass mich früh verrenten. Tschüss. Ich mag ihn total. Ich nicht. Petra Radetzky, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, Gernot Hassknecht geht, wie wir hören, in die Frührente. Anderen Berufsgruppen wird genau das verwehrt. Zum Teil leider den Ärmsten der Armen. Ja, ich rede von Piloten, meine Damen und Herren.
Die bleiben am Boden in diesen Tagen. 3 Tage Streik, das gab's noch nie. Und zwar nicht, weil die Damen und Herren mehr Geld wollen. Also das wollen sie auch, 10% mehr. Aber der größte Knackpunkt ist was ganz anderes. Lassen Sie den folgenden Satz bitte mal in Ruhe sacken. Der größte Knackpunkt ist, dass wir fordern, dass ein Pilot jederzeit selbstbestimmt sagen können muss, dass er jetzt in die Rente geht. Ganz genau. Natürlich, der Pilot sagt selber so, jetzt gehe ich in Rente. Sie können froh sein, wenn das nicht während des Fluges passiert. Der Pilotenstreik. Ein Riesentheater. Auf allen Kanälen im Fernsehen. Ich hatte das Gefühl, manche Reporterkollegen waren regelrecht enttäuscht, dass es so ruhig geblieben ist. Die hatten sich, glaube ich, auf einen wütenden Mob mit Fackeln und Mistgabeln gefreut. Man sucht hier gestrandete Fluggäste wirklich vergeblich. Vorhin ist eine Reisegruppe hier reingeeilt mit wehendem Haar und fliegendem Koffer und ich mich gleich draufgestürzt in der Hoffnung, dass es eben Streikgeschädigte sind, aber weit gefehlt. Ich habe gefragt, sie hätten fast ihren Flug verpasst, aber weil eben der Busfahrer verschlafen hat. Ja. Und deshalb, liebe Kinder, verdienen Busfahrer so viel weniger als Piloten. Ne? Aber ganz ehrlich, wie Piloten in den Medien jetzt wieder dargestellt werden. Die verdienen eh so viel. Ständig Stewardessen wegnageln reicht wohl nicht. Klar, sie streiken zu Beginn der Osterferien, so macht man sich keine Freunde. Aber andererseits, die Lufthansa hat denen einseitig den Tarifvertrag gekündigt. Wir schalten mal ganz kurz zum Flughafen Köln-Bonn zu Dennis Knossalla. Dennis, warum haben die Deutschen so wenig Verständnis für Piloten? Tja, Herr Welke, willkommen in der Sozialneidrepublik Deutschland. Ich könnte direkt kotzen. Boah, Piloten, reich, böse. Hallo? Das sind Arbeitnehmer, die hier ihre Interessen wahrnehmen. Tja, Entschuldigung, diese Piloten wären auch lieber zu Hause im Warmen, statt hier zu streiken. Oder meinen Sie, dass denen das Spaß macht? Soll ich mal fragen? Macht das Spaß? Nee. Also was wir für Anfeindungen ausgesetzt sind in den letzten Wochen. Ich habe sogar das Gefühl, die Osterurlauber, die hier stranden, die sind sauer auf uns. Als hätten wir was gegen Urlauber. Hallo? Herr Welke, diese Piloten wollen einfach nur jederzeit in Rente gehen können, wie alle anderen Arbeitnehmer auch. Und da sage ich, da lassen wir sie doch. Wenn ich fliege, dann habe ich die Verantwortung über zig Menschenleben. Das kann man mit anderen Berufen gar nicht vergleichen. Was ist denn mit Busfahrern? Ja, klar, Busfahrer. Notfallsanitäter? Ja, sicher auch. Also Busfahrer und Notfallsanitäter, logisch. Ein Lokführer? So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich muss hier weiterschreiten. Kinder, kann ich noch einen Shampoo haben? Was ist das denn? Jetzt streiken die blöden Saftschubsen auch noch. Ach, Gott. Ja, also wenn jetzt hier alle streiken, dann geht das Land wirklich bald vor die Hunde. Ich hatte vor einer halben Stunde einen Tomatensaft bestellt. Schlimm, wenn so ein Streik eskaliert. Dennis Knossalla, meine Damen und Herren, mit einem Stimmungsbericht vom Kölner Flughafen. Besser, Sie geben es den Piloten als den Aktionären. So, und nun kommen wir zu einer ganz neuen Rubrik in der Heute-Show. Ich nenne sie... Erklär mir einer die Türken. Genau. Ich verstehe das nämlich nicht, sage ich ganz offen. Ministerpräsident Erdogan zensiert in der Türkei, in seinem Land, das Internet unter anderem. Er stellt YouTube ab und Twitter. So, und gewinnt aber trotzdem haushoch die Kommunalwahl mit seiner AKP in der Türkei. Ist da denn auch alles mit rechten Dingen zugegangen? Es liegen Vorwürfe in der Luft, wonach Wahlurnen ausgetauscht worden sein sollen. Misstrauen erweckt auch, dass in 40 Städten des Landes ausgerechnet während der Stimmenauszählung der Strom ausfiel. Ausgerechnet, so ein Pech aber auch. Das war aber gar nicht schlimm. Es wurde einfach im Dunkeln weiter ausgezählt. Stimme für Erdogan, noch eine für Erdogan. Erdogan, hat werden, lauf für Erdogan, du. Ja, kann man doch machen. Und nach allem, was ich höre und lese, muss ich sagen, vielen Türken ist die Korruption in der AKP tatsächlich wurscht. Oder ob der Erdogan da das Internet zensiert oder nicht, ist denen völlig egal. Die finden den geil. Warum? Weil seine Partei was für die Armen getan hat. Das haben die Vorgängerregierungen nie gemacht. Damals gab es schlechte Straßen, jetzt vernünftige. Sie haben alles verbessert. Er hat einen Tunnel unters Meer gegraben. Wie macht er das? Dieser Teufelskerl. Ganz alleine. Mit dem Teelöffel, meine Damen und Herren. Der Erdogan. Ja. Und wir wundern uns hier. Wir wundern uns hier in Deutschland. Wir fragen uns, warum die Türken so begeistert sind von dem Mann. Übrigens auch die Türken hier in Deutschland. Bis er hier Präsident war, wir hatten immer geknickte so Kopf. Jetzt haben wir einen breiten Brust. Endlich, wir haben einen Präsidenten, der gegen die Welt steht und macht, was er für die Türkei. Er möchte ein Land aufwachsen sehen, groß machen, alles Supermacht machen. Alter, was machst du heute Abend? Ich mach Supermacht. Ja, ah, wie gesagt, erklären mir einer die Türken. Ne? So, diese Woche war es dann natürlich soweit. Der CSU-Generalsekretär Herr Scheuer hat jetzt wieder betont, man dürfe die Türkei nicht in die EU aufnehmen. Gut, sagen die Bayern ja regelmäßig. Zur Situation in der Türkei und zur Wahl dort hören Sie nun einen Kommentar
vom türkischen Gernot Hasknecht von Serdar Somuncu. Es gibt da nichts zu beschönigen. Dieses Land ist auf dem Weg in einen autokratischen Gottesstaat. Vetternwirtschaft, Korruption, eine strunzdumme Landbevölkerung, die immer dieselbe Partei wählt. Aber genug von den Bayern. Reden wir über die Türkei. Da gibt es immer mehr Wohlstand und immer weniger Demokratie. Also im Grunde so eine hässliche Kreuzung aus Sylt und dem Iran. Deshalb droht die CSU. So ein Land darf nicht in die EU. Oh nein, totaler Albtraum. Nicht bei der EU mitmachen? Dann müssen wir ja weiter selber bestimmen, wie krumm unsere Gurken sein dürfen. Oder den Wasserdruck auf dem Scheißhaus. So was können wir doch gar nicht. Wir sind Türken. Bitte, bitte lasst uns in die EU. Wir wollen auch unseren lieben Freunden, den Griechen, Milliarden in den Arsch schieben. Bitte. Widerliche Heuchelei. Seit Jahren hält man der Türkei den tollen EU-Beitritt wie so eine Wurst vor die Nase. Feiner Türke, mach schön Männchen. Dann darfst du vielleicht auch in 500 Jahren mitmachen. Ihr wollt uns doch gar nicht. Macht's doch wenigstens wie so ein türkischer Türsteher. Du kommst hier nicht rein. Warum nicht? Weil du scheiße aussiehst. Das wäre wenigstens ehrlich. Diese unerträgliche deutsche Besserwisserei. Zu allem eine Meinung. Ja, da hat er doch völlig recht. Das ist eine ganz schlimme Angewohnheit von uns. Meine Meinung zur Türkei. Halt die Fresse, du Kartoffelfick. Wir beginnen einer wunderbaren Männerfreundschaft, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Serdar Somuncu. Ja, und er hat uns das Stichwort gegeben, der Kollege. Tatsächlich haben die Finanzminister der EU diese Woche in Athen ein neues Milliardenpaket für Griechenland beschlossen. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich kann es auch nicht ändern. Die Griechen haben gesagt, cool, ein Rettungspaket, legt's zu den anderen. Und weil Europa ein klitzekleines Imageproblem hat, sind unsere Kanzlerin und ihr Vize Herr Gabriel mal in Berliner Schulen gegangen, um den wehrlosen Kindern zu erklären, warum die EU doch eine dufte Sache ist. Und das hat sich auch voll gelohnt, dieser Besuch. Also zumindest für Frau Merkel. Es ist ein Gänseei, das speziell für Sie angefertigt wurde und handbemalt wurde. Sehr schön. Sehr schön. 5 minus, ihr Loser. Ja, das war echt. Wobei, habe ich wirklich nicht gewusst. Wobei, Frau Merkel kann immer noch viel besser mit Kindern umgehen als Onkel Sigmar. Bei dem ist ja immer 6. Stunde. Und mein persönlicher Held, ganz ehrlich, ist ab jetzt der Berliner Schüler, der sich folgende ehrliche Antwort getraut hat. Was möchten Sie denn nur von mir hören? Eigentlich nichts. Ehrlich gesagt, den Eindruck habe ich auch. Charmant wie eh und je, der Sigi. Ja. Ja, nach 10 Minuten hat die halbe Klasse geheult, meine Damen und Herren. So, Freunde, Hefte raus, Erdkundetest. Nehmen Sie sich einfach im Erdkundeunterricht eine Europakarte. Schreiben Sie sich in die Europakarte die Anzahl der Bevölkerung in die Länder rein. Und da werden Sie feststellen, da ist in der Mitte Europas ist so ein dicker, großer Klotz. Ja, komm, den lasse ich weg. Nein, das ist mir zu billig. Das ist mir zu billig, den naheliegenden Gag, den denken Sie jetzt einfach dazu, weiß ich nicht. Zum Beispiel. So, aber schon ulkig, dass unsere Politiker jetzt Schülern erzählen, wie wahnsinnig wichtig diese Europawahl am 25. Mai ist. Gegenfrage, warum schickt ihr da nicht eure Besten als Spitzenkandidaten ins Rennen, sondern... Hier, wer tritt nochmal für die SPD an? Einige von euch kennen mich noch als jungen Bürgermeister der Stadt Würselen in Nordrhein-Westfalen. Die meisten kennen weder dich noch Würselen, Freundchen. So, aber wen? Das ist ja die Frage. Wen schiebt Mutti für die CDU nach vorne? Richtig, den Wahlverlierer aus Niedersachsen, David McAllister. Was hat der alles Cooles im Lebenslauf? Man kann in der Politik viele Ämter wahrnehmen, aber das schönste Amt ist und bleibt, Schützenkönig in Bad Bederkesa zu sein. Wow. Das ist Europawahl, Freunde. Der Bürgermeister von Würselen gegen den Schützenkönig von Bad Bederkesa. Mann. Die Union macht selber Wahlkampf gegen Europa in einer Tour. Vor allem die bayerischen Freunde von der CSU. Aber sich dann wundern, wenn beim Bürger keine richtige Begeisterung für Brüssel aufkommt. Lächerlich. Das Image der EU, das kann doch gar nicht mehr tiefer sinken. Was immer auch nicht funktioniert, Brüssel. Scheint die Sonne nicht, Brüssel. Schweißfüße, Brüssel. Keinen mehr hochgekriegt, Brüssel. Doch genug von Martin Schulz, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt auch noch ein weiteres Rettungspaket für Griechenland dazu. Diese Woche abgesegnet 11,8 Milliarden. Und zwar nur, damit die nicht vor der Europawahl in die Pleite rutschen. Das ist mutig, denn ich meine, alle Wirtschaftsdaten sagen ja, dass sich in Griechenland eigentlich gar nichts wirklich verbessert hat. Herr Welke, damit hören wir jetzt mal sofort auf. Aber sofort. Es ist in Brüssel beschlossen worden, dass es in Griechenland bergauf geht. Punkt. Ende Gelände. Ja, Ende Gelände, Entschuldigung. Aber die Fakten, sie sagen was anderes. Genau. Deshalb herzlich willkommen zu meiner neuen Rubrik Scheiß doch auf die Fakten. Scheiß doch auf die Fakten. Mit Christian Ehring. Mein Name ist Christian Ehring und ich sage, als gute Europäer müssen wir jetzt gemeinsam auf die Fakten scheißen. Nach der Wahl. Da können Sie mir gerne wieder mit dieser einen Sache kommen hier, dieser hässlichen
Realität? Realität, genau. Vor der Wahl nur noch gute Nachrichten. Leute, es bewegt sich doch was in Griechenland. Da wird jetzt richtig aufgeräumt. Von 54.000 Griechen, die ihr Geld illegal ins Ausland geschafft haben, wurden bis jetzt gerade einmal 2 geprüft und belangt. 2? Das sind 2 mehr als in den 50 Jahren vorher. Ja und? In Griechenland haben im Moment 61% der Jugendlichen keinen Job. Das ist Fakt. Ja, und ich scheiß drauf. Hier geht's nicht um Menschen, es geht um den Markt. Und der Markt interessiert sich angeblich wieder für griechische Staatsanleihen. Ist der Markt bescheuert? Nein, jetzt reden Sie das zarte Pflänzchen nicht kaputt. Der Grieche hat doch allen Grund zur Freude. Das Bruttoinlandsprodukt soll dieses Jahr um sage und schreibe 0,6% wachsen. Ja, habe ich bei Astro TV gesehen. Schön, ganz toll. Dafür ist die Arbeitslosigkeit in Griechenland in den letzten 3 Jahren gestiegen. Und zwar um, jetzt kommt's, 116%. Und für dieses Jahr erwartet man einen Schuldenstand in Griechenland von bis zu 192%. Ach, da sage ich drauf geschissen. Dafür gibt's doch jetzt frische Kredite, 11,8 Milliarden Euro. Genau, die sie mit ordentlich Zinsen zurückzahlen müssen. Keine Angst, Kinder, der kleine Grieche schläft nur. Ja. Das ist Ihre Schuld. Oh. Sie haben schlecht geredet. Ja, die Mütze von dem kleinen Moussaka-Männchen. Jetzt zufrieden? Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mir Griechenland bis zum 25. Mai schön saufen oder was? So viel Uso gibt's doch gar nicht auf der Welt. Ach, Schnickschnack. Unser Finanzminister hat gerade in Athen zusammen mit dem Chef der Bundesbank einen neuen Aktionsplan zur Rettung Griechenlands vorgestellt, der wirklich keine Fragen mehr offen lässt. Das Supervisory Board hat sich mittlerweile konstituiert. Mit der Institution for Growth. In der sogenannten Available for Sales Kategorie. Dass das Programm broadly on track sei. Die Geschäftsordnung des Supervisory Board. Einige weitere Prior Actions umsetzen. Die Asset Quality Review als Teil des Comprehensive Assessment. What does it mean? Ja. Ehrlich gesagt, ich habe auch kein Wort verstanden. Und weißt du was? Ich scheiß drauf. Hauptsache Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Ja, verlogener Europawahlkampf, wo du hinguckst. Vielleicht sollte man da wirklich mal den kleinen Parteien, die da antreten, eine Chance geben. Die so oft als Spinnerparteien abgetan werden. Unter anderem von dieser Sendung. Lutz van der Horst stellt jetzt mal 3 Politiker der kleinen Parteien vor. Und zwar auf der ganz großen Bühne, nämlich in der Arena auf Schalke. Warum auch immer. Hier ist Horst aber fair mit Ihrem Gastgeber Lutz van der Horst. Herzlich willkommen zu Horst aber fair. Hallo. Große Bühne für die Kleinen. Sind die Kleinen groß genug für Europa? Das sind unsere heutigen Gäste. Jetzt müssten Sie einmal seriös in die Kamera gucken. Wir legen dann nachher den Vorstellungstext drüber. Herr Schlottmann von den bibeltreuen Christen guckt seriös in die Kamera. Frau Müller von den Frauen guckt seriös in die Kamera. Dr. Fleck von ab jetzt guckt in die Kamera. Herr Schlottmann, Sie als bibeltreuer Christ, ist das für Sie denn in Ordnung, wenn Sie direkt neben einem derart zweitrangigen Geschlecht sitzen wie den Frauen? In dem Fall Frau Müller? Nein, ganz und gar nicht. Ich freue mich, dass Frau Müller da ist. Und wie gesagt, einer achtet den anderen höher als ich. Gut, aber Eva wurde ja aus der Rippe Adams geschnitten. Dann hat sie uns verraten. Also nichts gegen Sie jetzt persönlich, Frau Müller, aber es geht ja jetzt... Ich hatte damit nichts zu tun. Da gibt es einen schönen Spruch der modernen Frauenbewegung. Ja. Als Gott den Mann erschuf, hat sie nur geübt. Als Gag jetzt oder ist das jetzt ein ernsthaft? Das ist ernst gemeint. Ach so. Es gibt eine Menge Christinnen, die der Meinung sind, dass Gott eine Frau ist. Ist Gott ein Demokrat? Ja. Ist Gott ein Demokrat? Also kann man ihn noch abwählen? Ja, natürlich. Ach, echt? Natürlich. Und wen haben wir dann? Dann übernimmt jemand anders die Position, wer auch immer. Herr Schlottmann, wie kommen Sie an Ihre Wähler? Wir haben viele. Wahlkämpfe gehabt, wenn Sie so wollen, ja. Also wenn jetzt bei mir ein Vertreter reinkommt, der verkauft was, ich mache die Tür sofort zu. Wie weiß ich, das sind Sie? Überzeugen Sie mich jetzt, wir spielen die Situation nach. Ding, machen Sie mal Ding Dong, ruhig, dass wir es einmal nachspielen. Ding Dong. Guten Tag. Guten Tag. Herr van der Horst, ich bin von den bibeltreuen Christen. Tschück und tschüss. Da wäre ich schon weg. Herr Dr. Fleck, können Sie Ihr Wahlprogramm in 3 Schlagworten zusammenfassen? 3 Schlagworte. Ja, die Parteienherrschaft muss... Die Parteien haben. Also wirklich 3 Schlagworte. Frau Müller, ich mal testen, ob Sie aufgepasst haben, können Sie das in 2 Schlagworten zusammenfassen? Feminismus? Und Freiheit. 3 Schlagworte. Herr Schlottmann, 1 Schlagwort. Kriegen Sie das hin? Der Glaube. 2. Der und Glaube. Falsch. EU-Sanktionen gegen Russland. Herr Schlottmann,
kann man sagen, dass Putin und Sie aus einem Holz geschnitzt sind. Zumindest was den Umgang mit Schwulen angeht. Da vertreten wir sicherlich gleiche Meinung, oder? Jetzt mal konkret. So, ich bin jetzt homosexuell. Wie können Sie mir helfen? Indem Sie beispielsweise einfach sich einen neuen Freundeskreis zulegen. Mhm. Sobald Sie, es ist wie bei im Alkoholismus, wenn man bei seinen alten Freunden bleibt. Ja, nein, aber es ist ja so. Also raus aus der, aus den Darkrooms. Richtig. Und zum rein Beispiel, in die Kirche. Zum Beispiel, ja. Das hat aber auch schon Leute in den Selbstmord getrieben. Ja, irgendwas ist immer, ne? Oder? Schwund gibt's immer. Was müsste ich tun, um bei Ihnen einzutreten, bei den Frauen? Einen Aufnahmeeintrag ausfüllen. Aber Sie wissen schon, dass ich einen Penis habe, ne? Also ja, das ist, wir haben 1% Männer. 1% Männer. Und wie viele von denen haben einen Penis? Ich habe das noch nicht überprüft. Tja. Vielen Dank, dass Sie heute meine Gesprächspartner waren, hier bei Horst aber fair. Zum Abschied vielleicht noch mal begeistert klatschen. Ja, zieh dich warm an, Frank Blasberg. Horst aber fair. Mit Herrn Schlottmann, Herrn Dr. Fleck und Frau Müller. Große Aufregung in Berlin. Der Hauptstadtflughafen kommt wohl später und wird noch teurer. Nein! So, aber im Berliner Abgeordnetenhaus gibt es aktuell tatsächlich ganz andere Probleme. Und zwar haben die zu tun mit einem komplizierten und etwas technischen Abstimmungsverfahren. Schon mit dem Ertönen des Gongs haben Sie die Möglichkeit, sich durch Ihre Ruftaste anzumelden. Und da habe ich schon eine riesige Latte. Von Anmeldung. In seinem Alter keine Selbstverständlichkeit, meine Damen und Herren. Und mit derartig schürfendem Kabarett geht es jetzt nahtlos weiter. Und zwar mit meinem Kollegen Wiegald Boning. Und der meldet sich von historischer Stätte. Wiegald, wo bist du da ganz genau? Ja, Olli, du wirst es nicht glauben, ich bin hier im Bonner Wasserwerk. Aus dem ehemaligen Bundestag kommt jetzt gleich die neue Impro-Show Vier sind das Volk. In der Comedians so tun, als wären sie Politiker. Ja, also im Grunde wie im echten Leben auch. Das war die Heute-Show. Viel Spaß jetzt bei Vier sind das Volk. Wir sehen uns nächste Woche.